ich sitze gerade im Auto und deswegen muss ich jetzt hauptsächlich auf die Straße gucken und kann jetzt nicht so oft in die Kamera schauen, nicht wundern. Ja, ich mache jetzt heute mal wieder ein Follow Me Around, jedenfalls versuche ich das. Es ist nämlich oft gar nicht so einfach, wenn man alleine ist, Follow Me Around zu drehen. Ich weiß nicht, irgendwie ist das komisch, weil wenn man zu zweit ist, dann filmt man irgendwie leichter in einem Laden oder so. Alleine irgendwie mit der Kamera zu quasseln, das ist irgendwie seltsam. Und deswegen ist ein allein Follow Me Around immer ein bisschen doof. Aber ich dachte mir, nehme ich heute trotzdem mal mit und guck mal, ja, inwieweit ich euch eben mitnehmen kann. Ja, in diesem Sinne, ich will jetzt auf alle Fälle mal ein bisschen schauen, so DM, nochmal wegen Geschenke gucken, dann vielleicht New Yorker wollte ich reinschauen, eventuell noch zum TK Maxx und ja, gucken wir mal, wo ich überall hingehe und werden wir gleich sehen. So, jetzt war ich gerade beim DM drin und habe ein paar Sachen gekauft, wollte euch mal ganz schnell zeigen. Also so ganz normale Sachen wie Seife, mein Trockenshampoo von Balea habe ich jetzt nachgekauft, mein Freund ein Deo. Dann habe ich mir jetzt mal das Haarspray hier gekauft. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ist, aber ich habe ja immer dünner werdendes Haar, auch wenn ich nicht alt bin. Aber deswegen, jetzt dachte ich mir, probiere ich das mal aus, vielleicht bringt das ja was. Das ist von Schwarzkopf. Mal gucken, kann ich so gar nichts dazu sagen. Dann so was Übliches wie Wattepads und das habe ich von einem Blog gelesen und dachte mir, ich probiere jetzt mal aus, die sollen total toll sein. Lass ich mich mal überraschen. Und hier wird noch einmal ein Stiefel gekauft, weil ich das sehr gerne mag für meinen Tee. Ja, das war jetzt gerade mein DM-Einkauf. Und dann war ich noch bei K&L drin. Da habe ich mir dieses Jäckchen gekauft. Das ist so ein Kapuzenjäckchen. Mal gucken, ob ich es euch am besten zeigen kann. Also hinten eine Kapuze und dann hier so kurz. Es geht auch nur bis zur Taille. Und dann bindet man das vorne so zusammen mit so Bommels dran. Also ich fand das sehr, sehr süß. Ich muss gerade gucken. Das hat 19 Euro gekostet, also 20 Euro. Und das fand ich sehr süß und das habe ich auch mitgenommen jetzt gerade. So, jetzt stehe ich gerade vor diesem Einkaufszentrum, wo ich übrigens auch den TK Maxx habe. Ich zeige ihn euch mal kurz, wenn ihr das irgendwie seht, muss ich mal gucken. Also hier ist der TK Maxx, ich stehe jetzt gerade in der Autoreihe. Da gibt es auch ein C&A und einen Rossmann. Also ist eigentlich ganz cool. Ja, da werde ich jetzt mal reingucken, ob ich da jetzt irgendwas noch finde. Mal gucken, ich bin sehr gespannt. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt war ich gerade beim TK Maxx und beim Rossmann und beim New Yorker und beim Taco. Und, ja, habe ich was vergessen? Keine Ahnung. Auf einmal habe ich jetzt ziemlich viele Läden durchgelatscht, aber irgendwie so gar nichts gefunden. Also irgendwie war das alles ziemlich, ja, es war echt irgendwie voll und ich habe nichts gefunden und, ja. Also heute war der Tag nicht wirklich erfolgreich. Aber ich habe noch was Kleines für Weihnachten gefunden, was mich jetzt sehr freut. Ich zeige es euch mal schnell. Und zwar habe ich zwei von diesen gekauft, von diesen Airwick Lichtern. Und die fand ich jetzt irgendwie ganz cool. Das für meinen Bruder, so in schwarz, männlich finde ich das irgendwie, oder? Was sagt ihr? Ich hoffe sehr. Und das habe ich noch mitgenommen. Das ist so ganz normal. Und die sollen angeblich die Farben wechseln. Also ich habe das noch nie ja, probiert, gesehen. Also in der Werbung habe ich es gesehen, aber nie ausprobiert. Ich hoffe, das funktioniert dann auch. Und den habe ich noch gekauft, weil das finde ich auch ganz cool und der gefällt mir total gut. Das ist dann so Steinoptik und das finde ich irgendwie schick und auf meinem Bruder. Ich hoffe, der guckt das Video jetzt nicht. Und für mich habe ich mir noch einen Arizona Ice Tea gekauft. Ja, also mehr war es jetzt nicht. Das war jetzt vom Rossmann. Ich glaube, der hat 5 Euro gekostet und die beiden auch. Ich glaube jedenfalls. Irgendwie sowas in den Dreh. Nachdem jetzt total viele Leute gerade rumlaufen, kann ich jetzt gerade nicht die Kamera hochheben, sonst denken die, ich bin bekloppt. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwas finde. Jetzt gehe ich auf alle Fälle noch normal einkaufen und dann, ja, gucken wir mal, ob das noch was wird.